Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir haben mal wieder Freitag. Wir sprechen mal wieder über Gold, über Silber, über allerlei Minenaktien. Und wenn wir uns so diese Woche ein bisschen Revue passieren lassen, dann sehen wir eigentlich, dass relativ wenig passiert ist. Also wir waren im Prinzip beim Goldpreis. Wir haben da diese Aufwärtsbewegung, die eigentlich ja einen Tag verspätet eingesetzt hat zu dem Abverkauf an den Aktienmärkten, sind dann auf die 12,20 hochgelaufen, beziehungsweise haben sie sogar überwunden und laufen seitdem so mehr oder weniger seitwärts. Also, wenn Sie Optimist sind, sagen Sie, oh, wir sehen jetzt so eine kleine Konsolidierung nach diesem Anstieg, wir sind froh, dass es nicht nach unten geht. Wenn Sie Pessimist sind, sagen Sie, boah, dynamische Aufwärtsbewegung und dann fehlen die Anschlusskäufe, kein gutes Zeichen. Also im Prinzip sind wir momentan so ein bisschen gefangen in der Mitte von nirgendwo. Und so eine kleine Warnung sowohl an die Bullen als auch an die Bären, wenn Sie an dieser Stelle mit irgendwelchen hochspekulativen Produkten handeln, vergewissern Sie sich, dass Sie irgendwelche Stoppkurse gesetzt haben, denn stellen wir uns das einfach nur mal vor, wenn sich diese Rallye jetzt fortsetzt über die 12,40 hinaus, dann kann es sehr, sehr schnell nach oben gehen, was wiederum schlecht wäre, wenn Sie short positioniert wären. Wenn diese Rallye jetzt allerdings abknickt nach unten, dann kann die Enttäuschung bei den Anlegern, dass wir keine Anschlusskäufe gesehen haben, sehr, sehr heftig ausfallen und wir nochmal einen Abverkauf sehen, der vielleicht oder sehr wahrscheinlich dann unter die 11,60 gehen würde. Also momentan sind wir so ein bisschen gefangen nirgendwo und es ist eine trügerische Stille, die momentan um den Goldpreis herrscht. Ich werde Ihnen gleich sagen, was uns positiv stimmt. Positiv hat uns gestimmt das Volumen, mit dem der Anstieg einhergegangen ist. Negativ, dass eigentlich dieser Abwärtsbewegung noch nicht ganz vollendet gewesen ist. Naja, es ist so im Leben, Sie bekommen nicht immer das, was Sie wollen, aber man sollte noch ein bisschen vorsichtig sein. Sie kennen die Marken 12,40, 12,67 nach oben. Wenn wir da durch sind, glaube ich, können wir aufatmen, haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, Entschuldigung, dass wir das tief gesehen haben. Während wenn wir jetzt, glaube ich, nochmal unter die 1200, das sehen Sie hier, beziehungsweise unter diese Range, ach je, das machen Sie doch jedes Mal mit mir. Da ist doch System dahinter, oder? Also wenn wir jetzt nochmal unter diese Range hier zurückfahren, unter diese 11,90 bis 12,10, wo wir da gewesen sind, dann glaube ich, dass wir tatsächlich nochmal diesen Ansturm auf 11,60 beziehungsweise tiefer sehen werden. Also wie gesagt, momentan alles so ein bisschen ja, die Ruhe von dem Sturm vielleicht. Wie gesagt, nochmal, wir sollten eigentlich einen Anstieg zumindest Richtung 12,37 sehen. Wenn wir, wie gesagt, über die 12,40 gehen, hält sich das Ganze weiter auf 12,67 und wir sollten das tief gesehen haben. Ein Blick auf den Silberpreis, das ist mal ein bisschen genauer. Haben wir bis jetzt ein bisschen, ja, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Sie sehen auch warum. Der Silberpreis ist nicht ganz so mitgezogen wie der Goldpreis und von daher war Silber natürlich so, wenn Silber nicht mitzieht, naja, es ist sehr, sehr häufig so, dass in der ersten Aufwärtsbewegung der Silberpreis den Goldpreis sehr häufig hinterherhinkt. Das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen. Ich glaube, ich habe hier einen eigenen Chart mal dabei für den Silberpreis. Der ist schon 2 Tage alt, aber nichtsdestotrotz hat sich wenig geändert. Sie haben ja gesehen, es hat wenig Dynamik momentan im Silberpreis. Die wichtige Zone bei Silber ist tatsächlich diese hier. Ist zwischen 15,50 und 16 Dollar, da müssen wir drüber. Und ich glaube, wenn wir da drüber sind, dann haben wir auch ganz gute Chancen, dass wir relativ schnell wieder über die 17,50 bzw. dann Richtung 20 Dollar laufen können. Aber erstmal ist das hier eine ganz, ganz wichtige Widerstandszone und solange wir die nicht knacken können, wäre ich sehr, sehr vorsichtig, auch hier mit irgendwelchen hochhebeligen Produkten in dem Markt zu agieren. So, was macht uns noch optimistisch? Und ich glaube, optimistisch macht uns das, was wir bei einigen Minenaktien mittlerweile sehen. Und ich habe hier mal unser Beispiel, die Barrick Gold. Barrick Gold, wir haben gesagt, sie ist am weitesten im Prinzip von der Konsolidierung gewesen. Und es zahlt sich eben jetzt auch aus. Wir haben eine sehr, sehr schöne Bewegung gesehen von mehr als 20% nach oben. Ich bin immer überrascht, dass wir den Chart von Barrick Gold in Dollar haben und fast alles andere in Euro. Das kann ich nie so ganz verstehen, was hier gemacht wird. Wir haben eine sehr, sehr schöne Bewegung gesehen. Die sollte sich auch fortsetzen. Sie sehen aber natürlich, wir kommen hier jetzt an diese Widerstandszone an, die hier im Prinzip so vom Frühjahr beginnt. Also da müssen wir drüber. Wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen härterer Kampf. Ich glaube nicht, dass diese Dynamik jetzt anhalten kann, die wir hier gesehen haben. Zumal die Rallye, wie gesagt, innerhalb 20-25% innerhalb von 1,5 Monaten ist dann schon für so ein Flaggschiff wie Barrick Gold dann doch schon beträchtlich. Aber wie gesagt, es hat sich eben ausgezahlt, dass hier die Konsolidierung schon in weitesten Worten geschritten haben. Ähnliches Bild haben wir auch bei einigen anderen Aktien zum Beispiel. Ich habe mal mitgebracht die Harmony Gold. Auch hier haben wir so eine lange Konsolidierungsphase und hier jetzt diesen Ausbruch noch oben gesehen.
eigentlich auch ein Chartbild, das nach mehr schreit eigentlich schon. Bei Harmony haben wir jetzt zum Beispiel wieder den Eurochart. Es gibt viele Aktien, die eben sehr, sehr lange so ein bisschen so seitwärts gelaufen sind und jetzt plötzlich so nach oben ausbrechen. Und das macht schon ein bisschen Mut, dass wir eben das tief gesehen haben, zumindest bei diesen Aktien. Es fehlt noch ein bisschen was eben beim Goldpreis. Und da komme ich jetzt gleich noch dazu. Ich glaube, ich habe noch eine Aktie, die bei ähnlich ausschaut, Saracen. Konsolidierung und jetzt wieder nach oben rausgezogen, australischer Produzent. Also es gibt einige Aktien, eben auch bei Produzenten, nicht nur bei Explorern, da kommen wir später noch dazu, die momentan so ausschauen, als wollen sie nach oben rausgehen, und das unterstützt eben die These, dass wir vielleicht das Tief auch bei Gold schon gesehen haben. Aber, und das ist dieses Thema, wo wir jetzt diese Woche mal ein bisschen Zeit dafür haben, weil sie eben relativ wenig getan hat beim Goldpreis, ist es denn so, wie viele sagen, dass der Goldpreis und die Goldminenaktien gemeinsam ihren Boden finden und dann nach oben rausziehen? Normalerweise sollte man das ja meinen, insbesondere bei Produzenten ist es ja so, je höher der Goldpreis, umso höher die Marge. Gut, ein paar Hedges, wie viele Australier im Buch stehen haben, mal abgezogen haben. Normalerweise ist es so, wenn der Goldpreis steigt, dann steigt auch die Marge, weil ja eben, das ist eigentlich logisch, also wenn ich mehr verdiene, wenn der Goldpreis höher ist, wenn ich das Gold verkaufe. Also ist es denn so, tatsächlich so, dass wir immer eine genaue Parallele haben zwischen dem Goldpreis und den Minenaktien? Die haben wir eben nicht. Und ich habe mir jetzt mal so die Charts angeschaut, wie es 2015 gewesen ist. Sie wissen, 2015 war so diese Kapitulationsphase. Der Goldpreis hat im Dezember so ziemlich genau mit den, also ich glaube eine Woche Zeit versetzt, mit dem ersten Zinsanstieg sein Tief gemacht und ist dann gestiegen. Aber wenn wir uns mal anschauen, was die Minenaktien gemacht haben, ist der Goldpreis 2015. Also das sehen Sie, über den Sommer schwach gewesen, dann so eine Rallye hinein in den Oktober. Kommt uns alles bekannt vor, oder? Haben wir auch so. Wir haben einen schwachen Sommer gehabt und jetzt haben wir gerade diese Rallye hinein in Oktober. Und deshalb besteht eben diese Gefahr, falls diese Parallelen sich fortsetzen, dass wir eben nochmal dieses Abverkaufstief sehen. Und das ist eben das, was wir beim Goldpreis gesehen haben 2015. Das Tief, das war glaube ich diese Zinsentscheid der FED, und dann ging es plötzlich nach oben und der Goldpreis ist nach oben, ja, explodiert ist immer so ein großes Wort, aber ist nach oben rausgezogen. Das war der Goldpreis 2015, Jahreswende 2016. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was zu dieser Zeit eine Barrick Gold gemacht hat. Und die hat interessanterweise ihr Tief im September schon eingezogen. Also das war ähnlich wie im Prinzip, was wir jetzt gesehen haben. Also sie hat dann hier so ein Anstieg, nochmal eine Konsolidierungsphase, aber dieses Tief, das wir beim Goldpreis gesehen haben 2015, das hat eben eine Barrick zum Beispiel nicht mehr mitgemacht. Und das war mehr oder minder eine seitliche Konsolidierungsphase, dieser Rutsch beim Goldpreis. Und dann ging es bei Barrick richtig ab und da das hat richtig Spaß gemacht. Sie können sich, wenn Sie es auch, muss man jetzt schon sagen, die Älteren unter Ihnen, nein, das ist gerade mal 2,5 Jahre her, also ich glaube, die meisten von Ihnen haben das noch mitgemacht, ging es eben sehr, sehr stark nach oben für Barrick Gold und viele, viele andere Minenaktien auch. Und jetzt habe ich mal eine Harmony auch, glaube ich, noch dabei zum Vergleich. Und eine Harmony hat zum Beispiel ihr Tief im November gemacht. Das ist auch interessant. Auch hier sehen wir schon, dieses Dezember-Tief, das ungefähr hier war beim Goldpreis, das hat Harmony in keinster Weise mehr mitgemacht. Wir haben zwar noch mal so einen kleinen Rücksetzer gehabt, aber da ist die Harmony schon in den Aufwärtstrend übergegangen. Also das heißt, diese Vorläuferfunktion, die man in manchen Minenaktien nachschaut, das ist übrigens nicht bei allen gewesen. Ich hätte Ihnen auch eine B2 Gold zeigen können. Die haben ihr Tief im Januar erst gemacht und ist dann nach oben explodiert. Also es ist nicht so, dass es eine 1:1 Korrelation gibt zwischen Minenaktien und Goldpreis, und es gibt auch nicht so, dass alle Minenaktien gleich laufen. Also deshalb glaube ich eben, es kann durchaus sein, dass wir das Tief bei einer Barrick schon gesehen haben, wir haben es vielleicht bei einer Goldcorp noch nicht gesehen haben. Also das ist durchaus möglich. Und Sie sollten sich von diesen Schlagzeilen, also ich höre immer so Sprüche wie, die Flut hebt alle Schiffe. Ja, ja. Meistens, es gibt natürlich auch immer Sonderfälle, aber eben nicht zeitgleich. Es kann sein, dass die einen Aktien schon weiter sind in der Entwicklung als die anderen. Es kann eben auch sein, dass in der Korrekturphase manche Aktien schon weiter sind als andere. Also es ist nicht so, dass sie eine 1:1 Situation bei allen Minenaktien haben, und es gibt eben auch nicht die 1:1 Korrelation mit dem Goldpreis. Das würde ich Ihnen an der Stelle einfach mal mit diesen Beispielen aus der Vergangenheit, aus der jüngeren Vergangenheit zeigen. Was uns auch positiv stimmt, ist, Explorationsergebnisse werden wieder wahrgenommen vom Markt und werden auch wieder honoriert vom Markt. Zum Beispiel West Haven Ventures, kleiner Explorer, der in British Columbia aktiv ist, hat
ist auf Gold gestoßen. Ich glaube, hat einen durchschnittlichen Goldgehalt gehabt von ungefähr 25 Gramm und das über eine Strecke von, ich glaube, ein paar 17 Meter oder sowas, was es gewesen ist. Also sehr, sehr starke Mineralisierung, hochgradige Mineralisierung, auch nur über eine Strecke, die sich sehen lassen kann. Und das wird eben vom Markt honoriert, das sehen Sie schon, Kursanstieg, so über Nacht mal so über 40, verdoppelt die Aktie. Das sehen wir auch bei anderen Aktien, auch in dieser Woche. White Gold war so ein Beispiel gewesen. White Gold im Yukon aktiv, hat einige schöne Treffer gemeldet. Und obwohl die Aktie hier komplett in einer absoluten Seitwärtsphase, in Langeweile verfallen war, ist sie plötzlich nach oben herausgezogen, als eben diese Meldung kam. Mittlerweile hat man auch einen kleinen Rücksetzer gesehen. Der Grund dafür ist, dass man Financing gemacht hat und hat sich frisches Geld auf den Markt besorgt. Aber Sie sehen eben, es werden wieder Bohrergebnisse honoriert vom Markt und zwar mit Kurssprüngen. Und das ist was lange Zeit nicht der Fall war. Es war nämlich so gewesen, wenn ein Explorer eine gute Meldung gebracht hat, dann ist das zum Abverkauf genutzt worden. Also das heißt, jede gute Meldung vom Markt war ein Liquidity-Event gewesen. Also irgendeiner hat geschrieben, endlich kommt da eine gute Meldung, endlich interessieren sich ein paar für die Aktie, endlich ist Liquidität da, endlich kann ich meine Stücke auf den Markt werfen. Und das scheint sich gerade so zu ändern. Auch das ist ein Prozess, auch das ist nicht von heute auf morgen, auch das nicht bei allen Aktien, aber Sie sehen, es wird wieder ein bisschen Geld in den Sektor, fließt wieder rein, weil sonst können sich solche Kurssprünge eigentlich nicht entstehen. Und ein anderes ist auch GD Gold, ebenfalls in British Columbia aktiv. Man hat eine Strecke getroffen von über 100, ich glaube über 300 Meter sogar, mit einer Mineralisierung von über 1 Gramm Gold. Das klingt jetzt erstmal nicht spektakulär. Da hat man noch 0,5% Kupfer gehabt. Das Ganze ist eine riesen Porphyry, die man da getroffen hat. Und auch da sehen Sie, es wird wieder honoriert vom Markt, dass solche Aktien eben Treffer erzielen. Und das ist irgendwas, was uns spannend oder ein bisschen optimistischer stimmen sollte. Ob der Goldpreis wirklich seinen Tiefen schon gesehen hat, das werden wir erst wahrscheinlich rückwirkend in ein paar Wochen sehen. Aber es gibt eben die Möglichkeit. Wir haben auf der einen Seite Volumen plötzlich wieder drin und wir haben auf der anderen Seite auch wieder das, dass gute Meldungen auch mit guten Kursen honoriert werden. Und das haben wir lange Zeit eben nicht gehabt am Markt. So, das war es von meiner Seite, wie gesagt, ein bisschen eine kürzere Sendung heute, weil eben auch relativ wenig beim Goldpreis passiert ist. Aber nochmal die ganz wichtige Message ist, es läuft nicht immer 1:1, auch wenn Ihnen das einige erzählen wollen. So, vielleicht wissen wir nächste Woche schon ein bisschen mehr, vielleicht entwickelt sich ein bisschen mehr Dynamik oder vielleicht kommt auch heute noch ein bisschen Dynamik in den Markt. Wir alle würden es uns wünschen, zumindest dann, wenn sie nach oben geht. In dem Sinne, schönes Wochenende, machen Sie es gut. Wir sehen uns, wenn Sie möchten, nächste Woche wieder.